willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Heute soll es um ein ganz besonderes Buch gehen, wie ich finde. Und zwar um den Simplicissimus, herausgegeben von Reinhard Klimt und Hans Zimmermann. Das ist ein sehr großes Buch. So. Das ist ein Rezensionsexemplar, das mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Und dafür danke ich wirklich sehr. Es war ein reines Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Das Buch erschien dieses Jahr und kostet 48 Euro neu. Es ist ein Hardcover und hier hinten ist es mit Leinen gebunden. Guck mal, ob ihr das so sehen könnt. Es ist unglaublich schwer. Also ich finde, es ist insgesamt sehr wertig verarbeitet. Das seht ihr auch noch, wenn ich euch gleich ein paar Bilder zeige. Es hat 288 Seiten und ist im Langenmüller Verlag erschienen. So viel zu den äußeren Daten. Man erfährt gleich zu Beginn, also ich zeige euch nochmal das Vorsatzpapier, weil ich finde, dass es auch wirklich gelungen ist. Da sieht man verschiedene Ausgaben der Wochenzeitschrift. Und dann erfährt man nach einem kurzen Inhaltsverzeichnis. Das ist unterteilt übrigens in, ich würde sagen, in Epochen. Also es geht erst um die Typen und Charaktere, die immer wieder auftauchen in den Karikaturen, was wirklich hilfreich ist, weil man es dann einfach viel besser zuordnen kann, wenn man zum Beispiel von Michel liest oder anderen Figuren, dass man einfach gleich weiß, was es bedeutet. Dann kommt der Kaiser und das Kaiserreich, der große Krieg, also der Erste Weltkrieg und die Folgen, die Weimarer Republik. Also es sind jetzt nicht Epochen nach der Begriffsdefinition, aber es sind schon prägende Zeitabschnitte, die hier zusammengefasst werden. Und dann gibt es noch einen Anhang. Da sind dann Epilog, die Herausgeber und so weiter. Im Vorwort, und das fand ich wirklich gut, geht es einmal darum, wer war der Verleger dieser Wochenzeitschrift und was für eine Person war er einfach. Und ich möchte nicht alles verraten, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass er Maler war. Und diesen künstlerischen Anspruch, den er hatte, den sieht man auch in den Abbildungen aus der Zeitschrift. Also es hat ein unglaublich hohes künstlerisches Niveau. Das muss nicht heißen, dass das jeder schön findet. Aber man sieht einfach, dass das von Künstlern geschaffen wurde, beziehungsweise dass da jemand mit Kunstverstand hinterstand. Ich kann das nicht anders erklären. Also es ist alles sehr bedacht und sehr ausgewogen und sehr, sehr hochwertig einfach. Ist mein Eindruck. Also das ist das Gefühl, das ich dazu hatte. Der Verleger ist früh gestorben. Er war 40 ungefähr. Und es war nicht ganz einfach, diese Zeitschrift weiter zu verlegen. Ich möchte noch was zu der Zeit sagen, in der wir uns hier befinden. Also wenn wir uns das mal angucken, 1896, also kurz vor der Jahrhundertwende, was da alles passiert ist. Man muss sich das mal vorstellen. Also wir haben Industrialisierung, die eine Rolle spielt. Wir haben eigentlich kein geeintes Deutschland in dem Sinne. Also es ist ein Identitätskonflikt einfach auch da, weil es überall diese Zerrissenheit einfach gibt und diese Aufteilung in viele kleine Reiche, sage ich mal. Und da schlägt sich alles nieder. Und das finde ich ist so beeindruckend an diesem Buch, weil dadurch, dass wir Einblicke bekommen in die Karikaturen dieser Zeitschrift, das wird unten immer erklärt, zeige euch das gleich, bekommen wir auch einen Eindruck von den Belangen, die zu der Zeit wirklich wichtig waren. Und zwar nicht politisch unbedingt nur wichtig oder für Geschäftsmenschen wichtig, sondern wirklich für den einzelnen Bürger wichtig. Und das ist eine Perspektive, die bekommt man einfach nicht so oft. Und vor allen Dingen nicht über so einen langen Zeitraum und so unmittelbar. Bilder haben eine ganz andere Kraft. Also wenn man das sieht, fällt einem auch jedes Mal was anderes auf. Es löst Emotionen aus. Ich finde, diese Abbildungen sind ein blanker Spiegel dieser Zeit. Und das ist das, was es für mich so wertvoll gemacht hat. Noch kurz zu der Abbildung hier vorne drauf. Ich zeige euch die mal ein bisschen kompletter. Hier vorne drauf ist sie nämlich nur in Teilen zu sehen. Und zwar seht ihr das hier. Kriege ich es ganz drauf? Ja. Es ist ein Pitbull, der sich von der Leine losgerissen hat. Und wenn man jetzt an eine satirische Wochenzeitschrift denkt, spricht dieses Bild einfach auch schon Bände. Und das ist das Symbol dieser Zeitschrift gewesen. Und am Anfang habe ich noch gedacht, oh meine Güte, was für ein schreiendes Cover. Aber wenn man sich dann bewusst macht, was dieses Maskottchen in Anführungsstrichen bedeutet, ist es schon beeindruckend, auf jeden Fall.
zu jeder neuen Einteilung oder zu jedem neuen Abschnitt in diesem Buch bekommt man eine kurze Einleitung, eine kurze Erklärung, was einen da erwartet, worum es ungefähr geht, einfach auch damit man, wenn man jetzt nicht so geschichtsbewandert ist, ich gebe zu, ich habe da auch große Lücken, einfach trotzdem weiß, wo wir uns befinden und was das bedeutet. Das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Und es ist immer schön kurz, es ist nicht zu lang gehalten. Der Fokus liegt hier wirklich auf den Karikaturen. Ich fand auch interessant, was dieser Zeitschrift zum Durchbruch geholfen hat. Und zwar war das eine Ausgabe, in der es harsche Kritik seitens der Politik hagelte, weil es als Majestätsbeleidigung galt. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Aber tatsächlich wurde das dann verboten und indiziert und die entsprechenden Verleger verfolgt, also sie mussten fliehen. Und das ist was, das zeigt einfach Einsatz, weil danach ist die Zeitschrift, natürlich alles, was verboten ist, boomt erstmal. Deswegen hat sie dann ordentlich Leser bekommen und die Verleger sind dran geblieben. Also sie haben es trotzdem weitergeführt, obwohl diese ganzen Umbrüche waren. Und wenn ihr euch mal anschaut, bis 1933, das heißt auch über die Zensur hinweg bis hin zu den Anfängen des Nationalsozialismus hat sich diese Zeitschrift gehalten. Und was ich den Verlegern der Zeitschrift, jetzt nicht dieses Buches, sondern der tatsächlichen Wochenzeitschrift, des Buches und nicht der Wochenzeitschrift zugute halte, ist, dass hier kurz erklärt wird, dass es auch kritische Abbildungen gibt, wo wir heute sagen würden, das ist auf jeden Fall rassistisch oder opportunistisch. Und es wird erklärt, dass die Zeitschrift sich da nicht immer hat gegen wehren können. Es gab einfach einen Moment, wo es zum Beispiel, wenn es um diese Judenhetze ging, dieser Antisemitismus, das war so gängig, so grausam das jetzt klingt, das war so sehr Alltag, dass auch die Zeitschrift Sachen in der Richtung publiziert hat. Man kann sich davon natürlich distanzieren. Ich finde es aber immer gut, wenn man ehrlich schreibt, ja, das ist passiert. Das war nicht astrein, aber es ist passiert. Und das wird hier beschrieben. Und das fand ich wirklich gut. Also diese Ehrlichkeit weiß ich einfach zu schätzen. Und dann weiß ich auch, damit umzugehen. Dann steht hier noch drin, dass die Auswahl der Karikaturen in diesem Buch historisch repräsentativ sein soll. Und ich finde, das ist absolut gelungen. Also von Anfang bis zum Schluss bekommt man einen ganz neuen Eindruck auf geschichtliche Ereignisse, die man zwar schon kennt, oder vielleicht schon kennt, aber so noch nicht daran geführt worden ist. Also man liest es in Geschichtsbüchern, man bekommt es vielleicht in der Schule vermittelt, aber einfach nur Bilder sprechen zu lassen. Es gibt zwar unter jeder Karikatur eine ganz kurze Erklärung, aber die ist wirklich ganz, ganz, ganz kurz. Also es ist meistens ein Satz oder ein halber Satz, vielleicht auch mal zwei, wenn es was Anspruchsvolleres ist. Und ansonsten sprechen die Bilder für sich selbst. Und das ist ein einmaliger Zugang. Also das ist allein deswegen, finde ich, ist das Buch schon absoluter Gewinn. Weil man weiß nicht, was einen auf der nächsten Seite erwartet. Man schlägt es dann um und plötzlich hat man, also man kann sich vor diesem Bild auch nicht schützen oder wehren irgendwie. Man hat sofort dieses Bild, es kommen sofort Assoziationen, es löst sofort Gefühle aus. Und es sind hier wirklich ein paar Bilder bei, die fand ich sehr, sehr extrem und sehr mutig. Also wenn ich mir vorstelle, dass das kein Bild ist, das ich male und das zeige ich nur meinen Freunden, sondern es erscheint in einer öffentlichen Zeitschrift, das hat ein ganz anderes Gesicht und ein ganz anderes Gewicht. Das macht den Zugang sehr unmittelbar. Und was ich auch noch beeindruckend fand, das ist jetzt auch das Letzte, was ich sage, bevor ich euch einige der Bilder zeige, ist das Verständnis, das man sich erschließen kann. Also wenn man seitenweise Elend und Not und Missstände sieht, in Form von Karikaturen oder von satirischen Abbildungen, und man einfach wirklich ein Gefühl dafür bekommt, was ist eigentlich Inflation? Was bedeutet das für den Einzelnen? Welche Hungersnot steht dahinter? Wie diametral entgegengesetzt verhält sich der Adel oder der Kaiser dagegen? Und so weiter und so fort. Und aus diesem Elend heraus entsteht dann der Nationalsozialismus. Dann bekommt man, oder mir ging es zumindest so, spreche ich mal von mir, ich bekam ein ganz anderes Verständnis dafür, wie das möglich sein konnte. Man fragt sich heute oft, wie geht das? Wie kann so eine Partei Erfolg haben? Wie kann so etwas wie der Nationalsozialismus entstehen? Aber wenn man sich den Nährboden anguckt und die Umstände zur Entstehungszeit dieser Partei und das so vermittelt bekommt, wie das hier in diesem Buch passiert, dann kann man sich das tatsächlich herleiten. Also ich habe wirklich gedacht, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte und ich hätte so Hunger gelitten oder ich hätte solche Einbußen gehabt, ich wäre so orientierungslos gewesen, so identitätslos, so zerrissen, so
ja, so verloren einfach in der Gesellschaft und mit der Gesellschaft. Wer weiß, was ich gewählt hätte? Man ist immer subjektiv in seinem Leid. Und ich finde, das wird hier sehr deutlich. So, jetzt möchte ich euch einige der, also eine Auswahl an Bildern, ich habe mir hier so ein paar markiert, die ich besonders präsentabel finde. Ich möchte euch aber nur ein paar zeigen. Da das ein Bildband ist, macht es keinen Sinn, euch jetzt so viele Bilder zu zeigen, weil ihr sollt ja auch noch Spannungen haben, wenn ihr euch das Buch kaufen möchtet. So, deswegen zeige ich euch jetzt ein paar, einfach damit ihr einen Eindruck bekommt, was euch hier erwartet. Vielleicht zu Beginn etwas eher Amüsantes. Ich schaue mal, dass ich das Bild komplett in die Kamera bekomme. Das Buch ist sehr groß, ich muss mal sehen, ob es funktioniert. Unter dem Bild steht: Man kann sagen, was man will, Herr Oberstudienrat, ein nackter Körper ist doch etwas Scheußliches. Und hier drunter steht dann der Satz und die Zeit, also das Erscheinungsdatum dieser Karikatur. Und diese hier ist jetzt von 1906. Achso, was auch gut ist, wo ich das gerade so sehe, hier am Rand, seht ihr das, hat man immer noch mal den Abschnitt, in dem man sich gerade befindet. Weil manchmal verliert man sich wirklich in den Bildern und hat nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wo bin ich jetzt eigentlich, weil die Jahreszahlen variieren. Also es ist nicht chronologisch, es ist nach Themen geordnet. Hier sind wir im Abschnitt Die Passion des Kaisers. Und unter dem Bild steht: Majestät haben keine Zeit für Europa. Majestät entwerfen eine Feldpredigeruniform. Und da merkt man schon, dass ja, der Modefimmel des Kaisers so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Könnt ihr das sehen? Kommen wir mal zu ein paar ernsteren Sachen. Jetzt geht es um die Rüstungspolitik. Also es war ein unglaubliches Wettrüsten bis hin ins Absurde, was die Kosten und die Anzahl auch angeht. Und unter diesem Bild steht: In England haben die Psychiater jetzt Gelegenheit, eine ganz neue Art von Delirium zu beobachten. Finde ich sehr gelungen. Auch spricht auch für sich. Unter diesem Bild steht: Dem guten Untertan wird unter einer Krone alles zum Haupt. Jetzt zum Thema Antisemitismus. Na, werde ich beweisen, dass ich bin ein ehrlicher Christ, ein überzeugter Christ, werde ich wählen den Antisemit. Man sieht also auch, was für Beweggründe eventuell für eine Wahl einer antisemitischen Partei vorliegen könnten. Also hier unter wird das nochmal näher erläutert. Dieses hat mir auch sehr gefallen. Wer Industrialisierung will, muss diabolische Gerüche abkönnen. Ich muss mal sehen. Finde ich einfach auch eine beeindruckende Zeichnung. Und das hier ist zum Beispiel was, da bekommt man eine spannende Information über Gebräuchlichkeiten in der Zeit. Und zwar steht unter dem Bild ein verkommenes Pack, nicht einmal einen, und ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, Soxlet haben die Bauern. Und dann steht als Erklärung da: In den sogenannten besseren Kreisen benutzte man gewöhnlich den Soxlet-Apparat, um Kuhmilch für die Ernährung der Neugeborenen aufzubereiten. Stillen galt als degutant und unter der Würde der Frau, die ihre Zügel in der Hand hat. Und hier ist das Bild dazu. Man sieht im Hintergrund eine stillende, deutlich ärmere Frau. Und die Frau hier mit den Zügeln in der Hand empört sich halt über dieses Stillen. Also auch das ist wichtig. Die Rolle der Frau kommt hier auch zum Tragen. Da möchte ich aber nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein Bild zeigen, das mir wirklich sehr nahe ging. Und zwar zeigt es hier das Missverhältnis zwischen Papiermenge, wenn man jetzt an die Inflation denkt, und dem Nahrungsangebot. Und zwar steht unter diesem Bild einfach nur Brot, Brot. Also auch das findet ihr hier in diesem Buch. Und deutlicher kann man eigentlich gar nicht machen, was, ja, was die Menschen bewegt hat zu dieser Zeit. Ich finde, das ist ein absoluter Gewinn. Ich finde, das ist eine ganz tolle Herangehensweise, Menschen geschichtliche Prozesse nahe zu bringen. Ich finde, das ist auch etwas,
Das würde ich in Schulen anbieten. Weil Jugendliche können die Ohren verschließen vor einem Lehrer, der den ganzen Tag quatscht. Aber wenn sie ein Bild vor sich haben, können sie sich da nicht vor verschließen. Und vielleicht weckt das auch Fragen, die man so nicht entwickeln würde, wenn man einfach nur sich berieseln lässt vom Gerede des Lehrers. Einfach nur mal so als, ja, als Anreiz, vielleicht mal einen anderen Kanal, einen anderen Zugang zu wählen. Damit wir nicht mit diesem ganz schrecklichen Bild im Kopf aufhören, lese ich euch noch zum Abschluss einen Absatz aus dem Vorwort vor. Satire erwächst aus einem historischen Impuls. Und wenn man sie späterhin umfänglich verstehen, so ist die Mühe einer Rekonstruktion des geschichtlichen Kontextes nicht verzichtbar. Und damit ist nochmal gesagt, wie wichtig solche Bücher sind, solche Sammlungen auch von Zeitschriften, die es heute nicht mehr gibt. Wie kommen wir sonst an solche Bilder? Ne? Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich es lesen durfte und kann es jedem nur empfehlen. Also 5 Sterne auf jeden Fall. So, das war's von mir und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!